Es ist alles möglich. Du kannst alles manifestieren, weil du kannst alles sein. Du kannst alles und jeder und jede sein. Und deine Manifestation ist eine Realisation deines Seinszustands. Deswegen gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Limits. Es gibt nichts, was dich aufhalten kann, außer du selber. Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Jetzt machen wir Schluss damit. Wir hören auf, uns aufzuhalten in einer Realität, in einem Seinszustand, in einem Selbstkonzept, das geprägt ist von Grenzen. Es geht nicht, es geht heute nicht, es geht morgen nicht, es geht nicht wegen zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Es ist schwierig. Es ist halt so. Es ist vielleicht für mich so nicht gedacht. Vielleicht bin ich ja nicht gut genug. Vielleicht mache ich ja was falsch. Bei mir klappt Manifestieren nicht, etc., etc. All diese Dinge schwirren in deinem Kopf, wenn du hier etwas haben willst, was du nicht sehen kannst, was du dir aber wünschst. Aber lass dir eins gesagt sein. Du kannst dir nichts wünschen, was nicht für dich gedacht ist. Es ist unmöglich, denn du bist Schöpfer deiner eigenen Realität. Alles, was dir in deinem Kopf kommt, ist hier, dass es sich realisiert, so dass du es mit diesem Körper erleben kannst. Es kommt aus der Energie, es kommt aus deinem Bewusstsein. Und es wird manifest, es wird zum Anfassen mit deinen Mani, mit deinen Händen, kannst du es anfassen und dann kannst du es erleben mit deinen fünf Sinnen deines Körpers. Aber zuerst ist es in deinem Kopf. Und wenn es da drin ist, ist es für dich gedacht. Punkt, Ende, aus, Amen. Das Einzige, was du machen kannst, ist: Ich habe es in meinem Kopf, ich will es so gern haben, aber es ist nicht da. Deswegen ist es nicht existent, deswegen ist es nicht für mich, deswegen schränkt es mich ein, deswegen bin ich eingeschränkt. Und das ist einer der größten Trugschlüsse, die unser Verstand uns immer wieder erzählt. Fact ist, es ist in meinem Kopf, ich stelle es mir vor, ich wünsche es mir, es ist da. So, nur jetzt die zu sein, der zu sein, der das hat, weil es für mich da ist. Es ist für mich gedacht. Es ist für mich gedacht. Es geht nicht darum, ob meine fünf Sinne es jetzt wahrnehmen, sondern es geht darum, dass es mein sechster Sinn, meine innere Welt, mein drittes Auge, sechster Sinn, schaut nach innen, meine innere Welt verstanden hat, dass es meins ist, dass es in mir ist, dass es für mich ist, dass es jetzt schon da ist, dass ich mich jetzt schon so fühle wie im erfüllten Wunsch. Weil in dem Moment, weil ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wie Energie und Manifestation funktioniert, weil ich meine Macht kenne, weiß ich in dem Moment, wo die Idee kommt, wäre es nicht schön, wenn? Deswegen ist es so einfach zu denken, wäre es nicht schön, wenn? Und dann kommen die Dinge auch, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie nicht da sind. Das ist der einzige Unterschied, warum du manche Dinge manifestierst und manche nicht. Und wenn du die Person bist, die weiß, dass ich nur sagen muss, wäre es nicht schön, wenn? Und dann macht's bam. Das würde mir gefallen, das hätte ich gerne. Macht's bam. Wäre es nicht schön, wenn du diese Person wärst? Wäre es nicht schön, wenn du wirklich dieses Gesetz so ausnutzen könntest für dich mit Leichtigkeit? Wenn du die wärst, die einfach sagt, ich manifestiere, indem ich sage, wäre es nicht schön, wenn ich 1 Million auf meinem Konto hätte? Wäre es nicht schön, wenn mein SP heute mich überraschen würde mit etwas Wunderwunderschönen? Wäre es nicht schön, wenn er mir jeden Tag sagt, wie sehr er mich liebt? Wäre es nicht schön, wenn ich einfach nur wüsste, von morgens bis abends, ich bin geliebt,
verehrt und außergewöhnlich. Wäre das nicht schön, wenn du das wüsstest? Wäre das nicht schön, wenn du jeden Morgen so aufstehen würdest? Wäre das nicht schön, wenn du die wärst, die ganz mit großer Sicherheit weiß, weil ich die bin? Wird es mir im Außen reflektiert? Nicht nur in Worten, aber auch in Worten. Es wird mir gesagt, du bist schön, du bist verehrt, du bist außergewöhnlich. In Situationen, in Begegnungen wird mir immer nur reflektiert, wie geliebt, verehrt und außergewöhnlich ich bin. Wäre das nicht schön, wenn das für dich auch so wäre? Und es kann für dich sein. Es kann für uns, für jeden sein. Nun müssen wir hier oben in unserem Kopf diese Realität reinkriegen. Und eine Realität entsteht durch ein Denken. Und durch dieses Denken hast du deine Manifestation. Also musst du dieses Denken hier reinkriegen. Und dein Hirn, dein Denken ist besetzt von deinem begrenzten. Wie kann das gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war noch nie so. Human Design Denken. Und das muss raus. Das muss raus und ersetzt werden durch Divine Design Denken. Ich bin alles. Alles steht mir zu. Alles, was ich sage, geht. Die Realität da draußen ist das, was ich aus ihr mache. Alles manifestiert sich aus mir heraus. Meine innere Welt ist die schönste Welt. Da werden die schönsten Gedanken und Ansichten gedacht und geprägt und gehegt und gepflegt. Das bin ich. Schaut, hier bin ich. Divine Design, Manifestatorin höchsten Grades. In meiner Welt gibt es nur göttliches Design. Ich habe alles so gemacht, wie es mir gefällt. Und das gilt für jeden, weil es ist ein Gesetz. Nur musst du genau dort anfangen, wo es gilt anzufangen, bei dir. Und wenn du von deinem SP geliebt, verehrt und als außergewöhnlich behandelt werden möchtest, nicht gewöhnlich, die Putzfrau, die Hausfrau, die Diät da ist, sondern außergewöhnlich, etwas Besonderes heißt es, außergewöhnlich. Geehrt, respektiert, geliebt, gewollt, wenn du so dein Leben erleben willst, als diese Frau, dann habe ich etwas für dich, und zwar mein Programm, das am 1. Juli startet. Es ist nochmal ein letztes Intensivprogramm, geliebt, verehrt und außergewöhnlich heißt es. Und hier sorgen wir dafür, dass du diese Identity in dir aktivierst. Die ist ja da, die ist nur besetzt mit jemandem, der das eben noch nie war, der das nicht kennt, der sich das einfach nicht vorstellen kann, aber es ist egal. Es ist da in dir, wenn du dieses Video hörst und denkst, ja, das will ich. Wenn du hier auf YouTube bist und sagst, ich will endlich von meinem Partner so behandelt werden. Ich will endlich in der Beziehung stehen, wo ich diese Frau bin. Ich will so im Leben stehen. Ich will von meinen Mitarbeitern so behandelt werden, von meinen Kollegen, von meinen Arbeitskollegen. Von allem will ich so behandelt werden. Wenn du diesen Wunsch hast, dann ist er für dich, dann ist dieses Leben für dich, dann kommst du überall rein und wirst so behandelt. Egal, wie viel Geld du hast, egal, wo du vorher warst, wie du vorher behandelt worden bist, egal, wie deine Eltern sind, wie deine Schwester behandelt worden ist, egal. Du kannst das festlegen, wer du bist. Du legst es sowieso schon fest. Aber lege es aus der Divine Design Perspektive fest. Lege es so fest, wie die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit ist. Du bist die, auf die jeder gewartet hat, vor allem dein SP. Er möchte dich verehren, er möchte dich lieben, er möchte für dich da sein. Er möchte dich als außergewöhnliche Frau an seiner Seite haben, vorstellen, über dich reden, von dir träumen. Aber er kann nicht, weil du es nicht bist, weil du es nicht verkörperst, weil du dich anzweifelst, weil du dich nicht gut genug findest, weil du dich kritisierst, weil du immer wieder etwas findest, was dir sagt, du bist es nicht. Sorry, Baby, aber du bist es nicht. Du bist gewöhnlich, du bist normal. Du bist nicht besonders, du bist nicht außergewöhnlich. Geliebt? Naja,
Hab dich halt gerne. Ich mag dich. Ich mag dich. Verehren. Ich respektiere, dass du da bist. Ich respektiere, dass du einen Platz in meinem Bett hast. Ich respektiere, dass du einen Platz in meinem Leben hast. Ja, du bist da. Wir gehen zusammen in Urlaub. Wir verbringen das Leben zusammen. Logisch. Reicht dir das? Wenn nicht, lade ich dich wirklich ein, an dir selber zu arbeiten, zu dir selber zurückzukommen, zu deinem wahrhaftigen Divine Design, zu deinem Divine Design Selbstkonzept, wo du nur eins ausstrahlst. Ich bin geliebt, ich bin verehrt und ich bin außergewöhnlich. Und das bin ich. Und ich bin stolz, weil das ist meine wahrhaftigste Essenz. Das ist mein Charakter, das ist meine Personality. Und das Ganze hat nichts mit überheblich zu tun, sondern es ist eine Energie, die manifestiert, eine Energie, die sich im Außen in der Realität zeigt, eine Energie, wo du das Gefühl hast, du bist magnetisch für diese Situationen, die dir beweisen, dass du geliebt, verehrt und außergewöhnlich bist. Aber wenn du es nicht bist, wirst du es nicht erleben. Und wenn du es manchmal erlebst und es kommt und geht, dann liegt es daran, dass du dir nicht 100% erlaubst in diese Verkörperung deiner göttlichen Essenz, deines Divine Designs, deiner wahrhaftigen Perfektion einzusteigen. Warum solltest du es nicht tun? Du manifestierst alles. Du bist Realität. Welche Realität möchtest du sein? Eine Realität, die geliebt, verehrt und außergewöhnlich ist, weil sie so geliebt und verehrt und außergewöhnlich denkt und somit die Welt genau in diesem Seinszustand, in diesem Bewusstsein sieht und jeder natürlich in dieser Energie, in diesem Bewusstsein sein möchte. Wenn du drauf Lust hast, melde dich an. Der Link ist hier unter diesem Video. Like, kommentiere meine Videos. Die sind lebensverändernd und zwar nicht verändern, sondern bringen dich in deine Wahrheit, in deine Wahrhaftigkeit, in deinen absoluten Bewusstseinszustand, für den du hier gedacht bist. Wir haben bald 4.000 Abonnenten. Also, mehr Abos, dann verlose ich wieder diese wunderbaren, super wertvollen 1:1 Gespräche unter meinen Abonnenten. Trag dich dazu bitte unten auf diese E-Mail-Liste ein, damit du dieses E-Mail bekommst, damit du dich anmelden kannst und in die Verlosung reinkommst. Und warte nicht mehr. Wir starten am 1. Juli mit diesem letzten intensiven Programm für einen absolut erschwinglichen Preis. Ich bin bekannt dafür, dass ich overdelivere und ich werde es auch jetzt wieder tun. Verliebt, geehrt und außergewöhnlich. Geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Das bist du. Das musst du sein, weil du bist so gedacht im Divine Design. Wenn du da reinkommen willst, in diesen Verkörperungszustand und daraus dir eine Realität generieren möchtest, die dich genauso reflektiert, melde dich unbedingt für dieses Programm an. Es ist das letzte deiner Art in dieser Intensivität und ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist und diesen Switch für dich möglich machst. Innerhalb von 4 Wochen kann so viel passieren. Wir haben jetzt die Power der weiblichen Alchemie, die wir heute mit dem letzten Call abschließen. Die Frauen haben innerhalb von 4 Wochen einen 360 wäre ja eine ganze Drehung, einen 180 hingelegt. Und das Hinlegen ist übrigens nicht das Problem. Hinlegen mit Power, mit Yes, I do it, das ist schnell mal gemacht. Aber das permanent zu halten und diesen Seinszustand zu verkörpern, das braucht das Dranbleiben. Deswegen gibt es bei mir auch die Wir sind Divine Design Community, wo du in einem Rahmen bist, wo du deinen Platz hast, hier dran zu bleiben. Das empfehle ich auf jeden Fall. Das ist das loweste, niedrigste Investment, das du in meiner Divine Design Welt machen kannst. Da bist du aber drin, da bist du betreut. Aber du hast die Hohlschuld, du musst selber da sein, du musst fragen, du hast Kurse, du hast Challenges, du kriegst Hot Seat.
Du kriegst Fragen und Antworten. Du hast also zwei Live-Veranstaltungen, einmal im Monat mit mir, einmal im Monat mit der Andrea Wochinger. Mrs. Good Life beantwortet dir auch deine Fragen in der Community. Komm bitte dazu, wenn es das Investment ist, das du dir leisten kannst. Du musst dranbleiben, du musst umsetzen. Du kannst mit On and Off in einem Satz nur On and Off Ergebnisse generieren. Und ich wünsche mir für dich, dass du das geilste Leben auf Gottes Erdboden manifestierst, weil es möglich ist. Also, wir sehen uns im nächsten Video.